Du selber schon so ein bisschen auf den Keks. Oh, wie gesagt, ich bin so froh, wenn das nächste Woche alles fertig ist. Dann habe ich auch wieder meine Ruhe. So. Jetzt hoffe ich nur, dass Furtwitz ein bisschen braucht, bis er hier ist. Sonst kann ich keine Pause machen. Beziehungsweise mein Essen nicht runterholen. Oh, so vor dem Schrecken von dieser schrecklichsten Indie der Welt habe ich mich erholt. Halbwegs. So. Ich glaube, die sind doch froh, dass sie mich als Heiler los sind. Oh. Nee, 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 das war nicht gut. Nee. Ich weiß, welche ich so schnell nicht wieder mache. Warum kriege ich so coole Sachen, kann sie auch nicht tragen. Wie geil ist das denn? Das ist eigentlich auch echt cool. Ist alles haben. Okay, außer das so vielleicht. Das werden wir nehmen. Definitiv. Definitiv das zweite. Das ist falsch. Das habe ich mir schon ausgeguckt. Ich habe Katzen im Auge. Ganz gewaltig. So, ich würde dann erstmal ganz kurz die Ether-Quest machen. Was möglich ist, wobei ich nicht weiß, wie ich da wieder zurückkomme. Und da geht das da hinten. Das kriegen wir hin. Oh, das würde kein Problem sein. So, nehmen wir mal das Wölfchen. Nee, das ist für. Was ist immer für Liz? Liz, wie auch immer. Okay, das ist da hinten. Ja, reisen wir erstmal kurz dahin. Ich hab noch keine Ahnung, wie wir jetzt auf diese eine Insel da kommen. Ohne zu fliegen. Sehr, sehr gute Frage. Wir haben eine Reihe fertig. Dahin.
P1 habe ich, glaube ich, nicht. Oh, das habe ich. Komm ich hier überhaupt durch? Ja, man kommt hier durch. Erstaunlich. Hallo Zurit! Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Und wir haben alles, was wir haben wollen. Darf ich mich wieder bewegen? Danke. Auch. Bis eben etwas im Stress. Aber ja, sonst ganz gut. Ich mache jetzt eine Runde Daily PvP. Mach das. Ich hatte eben auch gerade eine Daily gemacht. Ja, ich war als Heiler etwas überfordert. Ich habe mich sehr blöd angestellt, sagen wir es mal so. Also ich bin froh, dass wir das hinter uns haben. Einmal ab. Ja, hier bitte. Das haben wir. Wie lange haben wir jetzt hier? Wie gesagt, die Frage ist jetzt, wie komme ich da wieder hin zurück? Ich weiß es noch nicht. Naja, machen wir erstmal Reise zum Meeresgrund. Ich versuche die Schnelle einfacher zu machen. Oder komme ich von hier aus irgendwo hin? Warte mal. Schade. Ich habe den dummerweise natürlich nicht angesprochen. Auf der anderen Insel. Ja. Dummheit muss bestraft werden. Wenn mir einer sein Boot leihen, dann können wir da rüber schippern. Oh, ich könnte auch hinschwimmen. Dann sind wir in 3 Jahren da. Das dauert echt lange, ne?
3 Jahre unterwegs. Kann ich nicht bringen. Egal. Kommen das schon irgendwann wieder hin. Muss ich noch einmal wieder komplett zu. Immer hochgepackt. Ja, weil wir auch so gruselig aussehen. Deswegen habe ich dich so erschreckt. Ich muss jetzt aber nicht wirklich unter den Meeresgrund, oder? Das Schlimmste ist einfach die Bewegung und alles. Das ist immer noch wie bei Ida. Bis auf das Aussehen. Und die Art und Weise mittlerweile. Die wirkt so ein bisschen wie so ein depressives Schulmädchen. Ist das lieb? Ja, aber... Ida war nicht so... Nee, ich komme mit ihr nicht klar. Also ich mag sie eigentlich, aber nicht so. Irgendwie, sie ist seltsam. Ein weinerliches Schulmädchen halt. Oder ein depressives Schulmädchen. Das trifft's eher. Und wenn ich sehe, ist unsere grimmige Teenagerin, ja. Sickig. Wirklich und grimmig. Beides zugleich. Und herrisch. Habe ich schon herrisch erwähnt. Jetzt muss ich ja trotzdem schwimmen. Wir hatten vorhin das Thema mit Katzen und Wasser. Hätte ich ja doch da hinten hin schwimmen können. Sie ist auch erst 15, ja. Nee. Veto. Da oben hochkommen. Wo ist da der Weg nach oben? Ich weiß, dann müssen wir nicht hin, aber mich interessiert es halt trotzdem, wo der Weg nach oben ist. Wenn es ein Game sollte. Ich schätze, bei der Kristall würde oben sein. Wer hat sich das eigentlich ausgedacht, hier schwimmen zu müssen? Ein Mount als Schiff, das wäre geil jetzt. Juhu, Katze ist wieder im Land. Ach komm.
Okay, da geht's auf jeden Fall so oben. Zwar noch nicht auf die Chains, aber. Was? Damit komme ich mir verdammt langsam vor jetzt. Ja? Nein, wie soll ich denn da hochkommen? Ach, warte. Das ist eine dumme Frage. Aber so nah an einer Windätherquelle lasse ich mir sicherlich nicht entgehen. Wenn ich dafür jetzt hier einen Umweg mache. Ich möchte hier so schnell wie es geht fliegen. Da komme ich rüber. Perfekt. Jemand hat da den Felsen genau für uns hingelegt. Okay. Ja, dann galoppieren wir doch mal nach da unten. Unter dem Meer. Unter dem Meer. Okay, der Ätherit sieht mega geil aus. Unglaublich. Eine riesige Luftblase. Wir sind auf dem Meeresgrund. Die Stimmen kenne ich doch. Soroban, was machst du denn hier? Das hier ist mein Zuhause. Nach Hause telefonieren? Wirklich? Dann ist das die Heimat der Blaupanzer? Ja, willkommen in Tamamizu. So, das da würde ich haben.
Ist aber mega schön, ey. Weil da muss man auch erstmal drauf kommen, das Ding unter Wasser zu bauen. Das ist mega schön. Ja gut, okay. Das ist jetzt ja weniger. Da uns das eh nichts bringt. Können wir dann auch das für den Heiler nehmen. Falls ich mit meinem Heiler jemals so weit komme. Ich glaube, ich bin noch der einzige Heiler, der mal ein Problem hat. Jetzt will ich mir aber unbedingt den wunderschönen Etheriten einmal angucken. Oh, der ist so schön. Schon wie die Aids nämlich zum Vorschein. Wie so angehört für so Blubberbläschen. Wie cool. Dann auch wieder rein. Ah ne, okay, das wird hier reingezählt. Hallo. Ein Rochen. Willkommen, werte Gäste. Mit Soroban habt ihr euch ja schon angefreundet. Seid gegrüßt, Ältester. Wir sind gekommen, um eine wichtige Angelegenheit mit euch zu besprechen. Höchst interessant. Ihr wollt also wissen, wie ihr die Rotpanzer bezwingen könnt, die im Dienst der Galea stehen. Mhm. Wäre ganz nett zu wissen. Wir haben gehört, dass sie mit euch verfeindet sind, obwohl sie zu eurem Volk gehören. Hoffentlich treten wir euch mit unserem Anliegen nicht zu nahe. Ich freue mich, dass ihr den weiten Weg auf den Grund des Meeres gewagt habt und euch für unsere Belange interessiert. Lasst mich euch von den Kojin erzählen. Wir verehren unzählige Kami, die alles auf dieser Welt erschaffen haben. Wenn die Götter in dieser Welt verweilen, so tun sie dies in den verschiedensten Gegenständen, bevorzugt in alten, kunstvoll gefertigten. Um den Kami zu huldigen, sammeln wir geeignete Kunstwerke, in denen sie sich niederlassen können. Wer sich das mächtige galäische Kaiserreich zum Feind macht, hat es schwerer, Schätze zu suchen oder das dafür nötige Geld zu verdienen. Das ist der Grund, warum sich die Rotpanzer mit den Galeanen verbündet haben. Doch die Galear respektieren überhaupt keine Götter. Nee, nicht wirklich. Deshalb geben die Rotpanzer vor, einfache Söldner zu sein, die es nur auf Reichtum abgesehen haben. In unseren Augen ein verabscheuungswürdiges Verhalten. Einerseits wollen sie unsere Götter ehren, doch andererseits verleugnen sie dafür unsere Religion. Ja, ein unentschuldbarer Frevel.
Wir Blaupanzer versuchen seit jeher, die Schätze nicht durch Gewalt an uns zu reißen, sondern durch Handel zu erwerben. Das Treiben der Rotpanzer hat nun dazu geführt, dass uns niemand mehr vertraut. Wir finden kaum noch Handelspartner. Langsam sind wir mit unserer Geduld am Ende. Bedeutet das, dass ihr mit uns kooperieren wollt? Ja, das werden wir. Wir werden euch verraten, wie ihr die Rotpanzer Hallo, Zappa. Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Allerdings müssen wir dafür unser größtes Geheimnis preisgeben. Wäret ihr bereit, einen Handel mit uns einzugehen, um das gegenseitige Vertrauen zu festigen? Gut gesprochen, ehrwürdiger Ältester. Ist das so? Gefährliche Zeiten versprechen hohe Gewinne. Ich finde es immer cool, dass die Stadt unter Wasser ist. Mein guter Soroban, erwarte nicht zu viel. Erkläre lieber unseren Gästen, was zu tun ist. Selbstverständlich. Mir ist nicht ganz wohl bei der Sache, aber wir sollten die Chance nutzen. Bikini Bottom habe ich damals gesagt. Sehr cool. Ich habe es eher so ein bisschen mit Ariel verglichen, als ich eben hier eingetroffen bin quasi.